So, und herzlich willkommen zurück zu Folge 11 hier am Dienstag. Und wir spielen jetzt heute die zweite Runde und mal gucken, was danach noch passiert. Aktuell stehen wir noch 2:0 in Führung und wir beginnen jetzt mal direkt die nächste Runde. So, ich werfe die Kugel jetzt direkt als erstes wieder. Und ich nehme eigentlich direkt auch wieder die Mitte. Das hat eigentlich super gut funktioniert, das machen wir wieder so. Bisschen fester, vielleicht kommt es noch ein bisschen weiter nach hinten. Dann wird es noch knapper, da dran zu kommen. Aber ich nehme einfach die gleiche Position, beziehungsweise die ähnliche Position lieber. Weil da haben wir die besseren Chancen. Da wissen wir ganz genau, wie wir werfen sollen. Okay, und jetzt nochmal. Ich versuche jetzt direkt schon mal einen guten zu platzieren. So, Vorsicht. Und, da könnte gar nicht schlecht werden. Der könnte gar nicht schlecht werden. Vielleicht noch ein bisschen weit weg, aber wir liegen dann schon sehr, sehr nah dran. Ja, schon mal ein ganz kleines Randtasten. Wir können noch ein bisschen weiter nach rechts nächstes Mal. Und vielleicht noch ein bisschen fester. Mal gucken, was er jetzt macht. Er wirft auch rechts rum, wie es aussieht. Ne, er wirft links rum. Er hat angedreht. Aber viel zu weit außen, viel zu weit außen. Da kommt er gar nicht dran. Super macht er das. Da gibt uns die richtige Chancen. Und kommt ein bisschen weiter außen und ein bisschen fester, habe ich gesagt, ne? Oh, das war viel zu feste. Der ist weg. Den können wir vergessen. Egal. Oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Besser als erwartet. Aber er rollt noch weiter. Ja, ich sage ein bisschen feste, sonst wäre er perfekt gewesen. Scheiße. So, was macht er? Er geht auch wieder rechts rum. Aber er kommt auch nicht an uns dran, beziehungsweise er würde uns sogar noch näher dran kicken, aber macht er noch nicht mal leider. Schade. Gut, komm, bis zum nächsten. Nächster Zug, zwei Bälle haben wir noch. So, wieder das gleiche, ein bisschen lockerer. So. Und, ja, das könnte gar nicht schlecht werden. Das könnte gar nicht schlecht werden. Komm, roll drauf, direkt drauf zu, komm. Ah, der ist perfekt. Ja, perfekt nicht, aber sehr, sehr gut. Dankeschön, die applaudieren mir wieder nett hier. So, sein Zug wieder. Er fängt wieder an, links rum zu drehen. Der sieht auch sehr gut aus, aber der dürfte auch weiter weg sein als unserer. Aber gefährlich nah. Aber wir, nein, gut, er rollt weiter. Sehr viel Glück gehabt. Gut, ich weiß nicht, wie viele Runden wir haben. Deswegen müssen wir die jetzt auf jeden Fall hier gewinnen. So, nochmal das Ganze und noch ein Stückchen leichter. Ja, vielleicht könnte das gut geworden sein. Na, komm. Oh, jetzt muss er nur noch weiter rollen. Pusten. Na, komm, roll noch ein Stückchen. Ja, immer noch ein sehr nah. Sehr gut. So, wo rollt der hin? Der fängt an. Oh, der sieht auch. Aber er kriegt uns näher. Er kriegt uns näher, oder? Nein, er ist näher dran. Der ist perfekt. Oder? Nein, er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Er ist mit einer Kugel. Aber er hat nicht gewonnen. Er hat nur die zweite Runde gewonnen. Wir haben noch eine Runde. Alles klar, legen wir direkt los. Ich weiß nicht, wie viele Runden wir haben. Wie gesagt, ich hoffe, es sind nur drei. Dass wir jetzt hier schön abräumen können. Er fängt an. Er schmeißt die weiße Kugel. Sehr gut. Er schmeißt sie so ähnlich, wie wir das hatten. Das ist schon ganz praktisch. Dann haben wir nicht wieder die gleiche Stärke ungefähr. So, und bitte. Er darf auch zuerst. Wo wirft er sie hin? Komm schon, schmeiß. Oh, der war nichts. Da haben wir echt gute Chancen bis jetzt noch. Ich hoffe, er verkackt die anderen auch so. Das wäre für uns super. So, wir schmeißen auch wieder links rum, rechts oben, wie die ganze Zeit schon. Wir machen einfach nichts anders. Damit das auch immer gut funktioniert. Und, oh, ich glaube, der ist gut. Komm schon. Oh, ja, der sieht gut aus. Sehr, sehr gut. Stückchen. Der war echt gut. Stückchen weiter rechts können wir vielleicht gleich noch versuchen. Ist schwierig, immer die gleiche Richtung zu treffen, aber wir sind schon ganz gut. Oh nein. Wehe, der kickt uns raus. Nein, macht er nicht. Sehr gut. Aber er ist auch sehr nah dran. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall weiter nach rechts gehen, dass wir vielleicht ihn sogar rauskicken können. Er liegt, glaube ich, aktuell näher als wir. Okay, das werde ich jetzt mal versuchen. Vielleicht auf ihn. So. Und komm, vielleicht treffen wir ihn. Nein, aber wir fliegen sehr gut auf die weiße Kugel zu. Oh, jetzt schön stehen bleiben. Nicht zu weit. Ah, ich weiß nicht, ob wir näher dran sind. Auf jeden Fall bis jetzt echt sehr, sehr gut. Oh, der sieht auch gut aus. Der sieht gefährlich gut aus. Doch nicht, ich habe mich vertan. Weiter weg als der andere. Unser Glück. Er hat noch eine Kugel danach. Wir haben noch zwei. Ich werde es wieder rechts rum versuchen, dass wir ihn wieder rauskicken können. So, und komm. Fester. Vielleicht haben wir damit eine Chance.
Ja, wir liegen zwischen und wir legen uns einfach dazwischen. Und wir shippen vielleicht noch die. Oh, perfekt, wir liegen dran. Wir liegen dran. Der kann uns nur noch da rauskicken, sonst haben wir gewonnen. Sehr gut. Und das war ein schlechter Versuch, würde ich mal sagen. Sehr jämmerlich. Das war sein letzter. Und das heißt, wir haben gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob wir die letzte Kugel noch schmeißen müssen. Ja, müssen wir noch, weil wir könnten ja vielleicht noch jemand rausschmeißen. Ich versuche mal ihn zu treffen. Wir haben eh gewonnen. Und. Oh, das war zu leicht. Das war zu leicht. Da treffen wir keinen. Egal. Wir haben drei Kugeln da. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich zwei Punkte kriegen. Ein Punkt. Drei Punkte. Ich weiß nicht genau. Und wir haben zwei Punkte wiederbekommen. 4 zu 1. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch gewinnen kann. Gratulation zu dieser Leistung, Mr. Holmes. Herausragend. Die Preisverleihung findet morgen früh statt. Wir sehen uns, wenn Sie den Kalender entgegennehmen. Sie kommen bestimmt auch, Dr. Watson, oder? Leider habe ich morgen keine Zeit. Die Arbeit ruht nicht. Ah, wie schade. Gehen wir heim. Gehen wir heim, natürlich. Hand in Hand gehen wir heim, Watson. Wir haben hier erstmal schön das ganze Turnier abgeräumt und gewonnen. Was essen die? Ach, die trinken da einen Prosecco, die Verlierer. Wo ist denn hier unser Loser? Da ist er. Das ist doch der Arthur, oder? Ich gratuliere Ihnen, Mr. Ja, du konntest doch nicht verlieren, hast du gesagt. So, gibt's hier noch was zu tun? Nein, dann gehen wir nach Hause. Alles klar, nehmen wir die Schnellreise. Da, zack, und in die Baker Street. Oh, Vater. Hallo, Mr. Bouvier. Hallo, Mr. Holmes. Ja, Caitlin? Wie du aussiehst. Gefällt's dir nicht? Oh, doch. Caitlin, sei respektvoller gegenüber deinem Vater. Ja, natürlich, sei respektvoll. Okay, wir analysieren erstmal die Miss Bouvier. Was hat sie denn da? So, Augen hat sie gar nichts, Lippenstift auch nichts, Helm gar nichts. Oh, Hut meine ich natürlich, wir haben eine Halskette. Okula Gegenstand, exzentischer, wir machen erstmal Okula, bla bla. Knöpfe, wir haben hier einen, sorry, Liebeskette, Besuch eines Gefangenen, okay. Liebeskette, was haben wir hier? Hände, die übereinander hält, kein Ring, nicht verheiratet. Was haben wir hier noch? Schnitte, Selbstmordversuch, Unfallverletzung, Selbstmordversuch. Was, haben wir noch irgendwas? Irgendwas müssen wir noch übersehen. Knöpfe, alles zu. Wo ist denn noch was? Ich sehe nichts. Wir können hier nichts mehr anklicken. Ach, wir haben ja auch alles. Alles klar. Analyse beendet. Charakteranalyse abgeschlossen. Ich glaube, wir haben das mal alles richtig gemacht. Alice. Alice ist Sherlock Holmes' neue Nachbarin. Sie ist jung und hübsch und sie scheint sich gut mit Kindern zu verstehen. Sie ist noch unverheiratet. Die Liebeskette, die sie trägt, deutet auf eine Verbindung zur Unterwelt hin. Sie hat schwierige Zeiten durchgemacht. Die Narben weisen auf einen Selbstmordversuch hin. Nach ihrem Schmuck zu urteilen, ist sie am Okkulten interessiert. Okay, da haben wir wieder ein bisschen was analysiert. Miss Alice hat mir über ihre ganzen Reisen erzählt, Vater. Sie war schon überall auf der Welt mit ihrem eigenen Vater. Ihre Tochter ist reizend. Und sie war an Bord des Orient Express, als er angegriffen wurde. Oh, was für ein Traum. Genau. Sie ist so einfallsreich und kreativ. Das erinnert mich daran, dass ich Sie fragen wollte, ob Caitlin mich besuchen kann, um ihr Klavierspiel zu üben. Ablehnen, Kates Ausbildung. Ablehnen ohne Erklärung. Ablehnen, kein gutes Instrument. Tja, was können wir da bloß tun? Eigentlich, warum sollte sie nicht Klavier spielen können? Klavier spielen ist kein schlechtes Instrument. Das finde ich eine doofe Aussage. Das heißt, wir könnten es höchstens auf die Ausbildung schieben. Wenn wir es schon ablehnen müssen, dann machen wir es über die Ausbildung. Das ist nett, aber ich habe beschlossen, dass Kate mit dem Klavierspielen aufhört. Oh, Vater, was sagst du denn da? Caitlin, wir sind Nachbarn. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin lasse ich dir dieses Buch hier. Vielen Dank, Miss Alice. Am nächsten Morgen. Wir haben uns wieder umgezogen und sind wieder der normale Sherlock Holmes, nicht verkleidet. Er hat sein Bett noch nicht gemacht, die Sau. Das gibt's doch nicht. Erstmal wieder den Nachbarn guten Tag sagen und hallo, schöne Gasse hier, schöner Ausblick. Ja, schön. Okay, gehen wir hier raus. Wir ziehen uns erstmal noch nicht um. Vielleicht können ja auch mal ein bisschen nicht undercover rumlaufen. Was haben wir denn hier so zu tun? Analyse. Nichts, als Aufgabe haben wir, gehen Sie zur Preisverleihung. Und wir haben da einen kleinen Zettel hängen, sehe ich gerade. Baker Street, London, Sherlock Holmes, wir haben einen Brief bekommen. Sherlock Holmes, erinnern Sie sich noch an mich? Dr. Reuben Fisher, mit Ihrem Auftritt in Epping Forest haben Sie mir wahrscheinlich das Leben gerettet und mir zur Flucht vor
diesem Wahnsinnigen verholfen. Haben Sie daher vielen Dank für mein Leben und meine Freiheit. Ich habe vor, unsere wohltätige Arbeit fortzusetzen. In Dank verbunden, Dr. Ruben Fischer. Tja, da haben wir wohl doch einiges richtig gemacht. Okay, den Zettel, wir hängen das natürlich da wieder dran mit der Gabel. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn das Holz ein bisschen kaputt geht. Gar kein Problem, ist anscheinend eine normale Pinnnadel für die. Ja, ich würde sagen, wenn wir nichts weiter machen können, reisen wir direkt erstmal zur Preisverleihung. Aber ich wollte mir eigentlich gerne das Buch angucken, was Caitlin bekommen hat. Aber das liegt hier gar nicht mehr, das hat sie wahrscheinlich mitgenommen. Sagen wir Toby mal hallo. Wer hat da schon wieder seinem eigenen Schwanz hinterhergejagt? Ich sollte öfter mit dir Gassi gehen. Nimm ihn doch mit. Wer hat da schon wieder... Mensch, das gibt's doch nicht. Nicht sagen, tun. Okay, schnell reisen, ab zum Club. Die Statue war es. Sie hat Zacharias getötet. Beruhigen Sie sich, Sir Charles. Sie stehen unter Schock. Lassen Sie uns arbeiten. Was kann ein einfacher Inspektor wie Sie schon machen? Sie haben keine Ahnung. Ein einfacher Inspektor? Also wirklich. Und da kommt Mr. Holmes. Lestrade, haben Sie etwa auch einen Preis gewonnen? Sehr witzig, Mr. Holmes. Gehen Sie nach Hause. Die Siegerehrung fällt aus. Hier wurde jemand ermordet. Wirklich? Und ich dachte, ich komme wegen dem Preis. Ich weiß. Ich habe Sie auf der Spielerliste gesehen. Gehen Sie. Sie wollen mir nicht gratulieren? Was? Halten Sie mich für so naiv? Zuerst wird hier jemand ermordet und dann tauchen Sie ganz zufällig auf. Was für eine Überraschung. Oh, Sie übertreiben wieder maßlos, Lestrade. Tun wir doch einfach so, als ob ich ein einfacher Berater sei. Ihr ergebener Assistent. Ach, also gut. Das Clubmitglied Zacharias Greystoke wurde gegen 4 Uhr morgens getötet. Dort drüben. Jetzt lassen Sie mich arbeiten. Das werde ich gerne tun, Inspektor. Aber natürlich nicht, um noch ein bisschen nachzuhaken. Clubhaus, Mordfall. Wie lauten denn die Fakten? Es ist recht offensichtlich. Der Täter wollte den Maya-Kalender stehlen. Zacharias Greystoke erwischte ihn dabei. Der Täter griff zur erstbesten Waffe, die er finden konnte, zum Speer der Statue, und tötete ihn. Danach floh er, als gerade Sir Charles aus dem Clubhaus kam. Leider konnten wir keine Spuren jenseits der Mauer des Clubs finden, als ob sich der Täter in Luft aufgelöst hätte. Sehen Sie sich selbst um. Clubhaus? Haben Sie das Clubhaus durchsucht? Wozu? Die Tat hat sich draußen ereignet. Alles klar, im Clubhaus war er nicht. Wir können nochmal mit ihm quatschen. Natürlich bin ich noch hier. Komischerweise ist die Statue ja auch weg. Mal gucken, ob wir die noch irgendwo zu Gesicht bekommen, weil die muss ja auch irgendwo hingekommen sein. Und wir können erstmal mit Tee noch analysieren. Aber wir gucken natürlich nochmal in unser kleines Büchlein hier rein. Da haben wir nichts Neues drin, außer... Nein, da sind die Person nicht drin, nur der Club. Und das Gespräch nochmal. Mit Tee können wir uns ein bisschen umschauen. Das werden wir natürlich direkt als erstes tun. Gucken uns mal die Statue an und da liegt schon etwas. Was haben wir hier? Spuren von Metall auf Stein. Spuren von Metall auf Stein und Stöcker. Ein Teil der Befestigung der Statue. Das sind Teile des Podests. Okay. Das haben wir aufgesammelt. Die Statue ist auf jeden Fall runtergefallen. Wurde gelöst und da hinten haben wir etwas. Sehe ich gerade im Busch. Haben wir sonst noch irgendwo etwas? Nein. Ich gucke mir mal hier die Leiche an. Ja, mit dem Speer schön durch die Brust. Dieser Speer kam von der Statue auf den Podest. Sonst können wir hier nichts mit ihm machen. Da haben wir noch etwas liegen. Eine Taschenuhr. Drehen. Das Gehäuse hat Kratzer und Dellen. Können wir es irgendwie öffnen? Ja, wir können es öffnen. Und wir haben 10 vor 9. Tissot-Uhr, Schweiz, 1855. Diese Uhr ist alt und wertvoll. Sie hat viel durchgemacht. Erstmal einstecken? Nein, doch nicht. Okay, wir stecken natürlich nichts ein. Wir sind ja kein Dieb. Wir haben hier Unterlagen. Greystocks Ordner mit einigen Dokumenten. Diese Abbildungen stellen Maya-Symbole dar. Okay, da hat auf jeden Fall jemand Interesse an den ganzen Maya-Sachen gehabt. Deswegen wahrscheinlich auch den Dieb an der Statue, beziehungsweise an dem Kalender, aber der Kalender ist ja noch hier. War dieser Maya-Kalender der Grund für den Mord? Dann ist er mir nicht nur geflohen und hat jemanden getötet. Natürlich, Sie können mir einen Kaffee bringen. So, was haben wir noch? Da hinten hat er auf jeden Fall den... Mit dem rede ich gleich. Ich will erstmal noch da hinten den Hinweis holen. Ich guck nochmal mit Tee. So, was haben wir hier? Einen abgebrochenen Zweig. Ein zerbrochener Ast. Jemand ist auf den Baum und dann über die Mauer gesprungen. Kommen wir da vielleicht auch hinterher? Nein, da kommen wir nicht hinterher. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Nein, den Kaffee wird mir schon besorgt. So, sprechen wir mal mit dem Besitzer des Clubs. Sir Charles, können Sie mir genau beschreiben, was geschehen ist? Aha.
Mr. Holmes? Nun, um die Siegerehrung vorzubereiten, entschied ich mich, die Nacht über hier im Club zu bleiben. Ich saß alleine am Tisch, als ich ein lautes metallisches Geräusch und einen schrecklichen Schrei hörte. Ich rannte raus und fand den leblosen Körper von Zacharias. Und bei meiner Ehre, ich sah die Statue von Tekun Umman wegrennen. Sie sahen die Statue wegrennen? Kannten Sie das Opfer? Woher haben Sie den Maya-Kalender? Clubhaus betreten. Fragen wir erstmal die Statue. Sie sahen die Statue wegrennen? Es war zwar dunkel, aber ja, ich bin mir sicher. Sie rannte weg und machte dabei ganz schreckliche metallische Geräusche. Und das Podest ist jetzt leer. Sehen Sie nicht? Kannten Sie das Opfer? Ich glaube, dass vielleicht jemand die Statue auf dem Rücken hatte. Kannten Sie das Opfer? Ja, natürlich. Zacharias Greystoke. Er war ein Clubmitglied und exzellenter Bootsspieler. So, warum war er hier? Fragen wir erstmal nochmal, woher er den Maya-Kalender hatte. Woher haben Sie eigentlich den Maya-Kalender? Aus einer anonymen Spende. Wir erhielten ihn vor dem Turnier zusammen mit der schriftlichen Bitte, ihn dem Sieger zu überreichen. Ist der Kalender wertvoll? Ist der Kalender wertvoll? Oh, nicht wirklich. Er hat natürlich einen historischen Wert, aber abgesehen davon ist er nicht viel wert, Mr. Holmes. So, warum war der Zachariah oder wie auch immer hieß aber da? Warum war er zu der späten Stunde hier? Oh, ich weiß nicht. Okay, er weiß es nicht und wir fragen mal, ob wir das Clubhaus betreten dürfen. Darf ich ins Clubhaus gehen? Das dürfen nur Mitglieder. Anderen darf ich das nicht erlauben, außer es liegt ein Durchsuchungsbefehl vor. Okay, wir brauchen einen Durchsuchungsbefehl, aber wir analysieren ihn natürlich auch mal. So, was haben wir denn da? Er guckt mir nicht merkwürdig, finde ich, aber am Blick können wir nichts machen. Wir haben hier einen Edelstein, schlechte Qualität. So, was haben wir hier noch? Eine Einladung, sozial aktiv, einfaches Flugblatt. Einfaches Flugblatt, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ein Wappen. Politisch aktiv, Verzierung. Politisch aktiv. Was haben wir hier noch? Irgendwas? Knöpfe? Nein. Was haben wir hier? Ein Ansteck. Ein Abzeichen. War aber Militär. Alles klar. Was haben wir noch? Ein Ring. Ring. Verheiratet. Alles klar. Analyse ist fertig. So, was haben wir noch? Ich glaube, ich überlege mir das nochmal mit dem Flugblatt. Nein, mit dem Flugblatt. Da. Sozial aktiv. So, und jetzt Analyse bestätigen. Charakteranalyse abgeschlossen. Ich glaube, wir haben es wieder richtig gemacht. Sir Charles Jellingham. Sir Charles Jellingham ist der Leiter des Bowls Club der Archäologischen Instituts von London. Er war früher Soldat einer angesehenen Infanterieeinheit. Sir Charles ist verheiratet und macht einen wohlhabenden Eindruck. Allerdings täuscht dies offensichtlich. Er ist in der Tory-Partei politisch aktiv. Zudem scheint er ein aktives Sozialleben zu haben. So, da haben wir schon wieder ein bisschen was mehr herausgefunden. Und in den Club kommen wir nur mit einem Durchsuchungsbefehl. Da müssen wir wohl nochmal mit unserem Kollegen her... Inspektor reden. Mal gucken, was der noch dazu sagen hat. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge und wir sehen uns dann morgen. Ciao! Caitlin!